Patrick, ich könnte jetzt fast sagen, Glückwunsch zum Unentschieden. Ja, was heißt Glückwunsch? Es war ein harter Gegner, es war klar von Anfang an. Es war ein schwieriges Spiel, haben wir uns darauf eingestellt. Hier war nicht viel mit Fußballspielen möglich. Im Endeffekt muss man die Moral von der Mannschaft loben. Richtig stark zurückgekommen, auch nach dem 2-0. Und ja, war richtig stark, muss ich sagen. Du hast es ja angesprochen, ihr seid zurückgekommen nach einem 0-2 Rückstand. Du hast die Tore geschossen. Kannst du dazu ein paar Worte sagen, wie die Tore euch gelungen sind? Gut, ich muss sagen, der erste war, glaube ich, ein bisschen Glück nach dem Freistoß, noch meinen Kopf tragen konnte. Der zweite, ja, das war purer Wille, weil den Punkt hier noch mitzunehmen, ja, war richtig stark. Du hast es angesprochen, dass ihr euch schwer getan habt heute. Erst zum Schluss habt ihr eigentlich etwas mehr aufgedreht. Woran lag das? Gut, das zeichnet uns eigentlich das ganze Jahr schon aus. Wir kommen immer zurück, wir geben die auf, auch nach dem Rückstand. Wir lagen jetzt noch nicht so oft zurück. Jetzt hat man mal richtig die Moral der Mannschaft gesehen und ja, so muss man weitermachen. Und woran lag es, dass das Spiel etwas schwer in Gang, in Fahrt gekommen ist? Gut, wir haben gewusst, dass der Gegner stark ist. Wir haben uns erstmal tief gestellt, haben abgewartet und haben probiert, uns defensiv gut zu stehen. Und dann sind wir eigentlich in der zweiten Halbzeit, muss man natürlich ein bisschen offensiver spielen, weil wir zurücklagen. Und das hat uns dann ein bisschen mehr gelegen, weil auf dem Platz war es auch nicht so ganz einfach, Fußball zu spielen. Und das hat man dann in der zweiten Halbzeit gesehen, dass wir eher die weiteren Bälle geschlagen haben und sind dann nachgegangen, die zweiten Bälle. Also seid ihr nach dem Unentschieden nicht enttäuscht, dass ihr die Führung nicht jetzt gegen den Verfolger nicht stärker hättet ausbauen können? Nein, überhaupt nicht. Also wenn man das Spiel sieht, nach einem 2-0 nochmal zurückkommen, hier einen Punkt mitzunehmen, das ist, glaube ich, richtig stark. Und das war unsere Aufgabe von dem Spiel, nicht zu verlieren. Das haben wir geschafft und damit können wir drauf aufbauen. Wie geht es jetzt für euch weiter? Euer nächster Gegner heißt ja FV Graben daheim. Gut, wir müssen die Woche wieder hart trainieren. Das machen wir momentan richtig gut. Dran arbeiten, was wir jetzt hier falsch gemacht haben. Die leichten Fehler abstellen. Und Graben wird eine ganz andere Aufgabe. Die werden sich wahrscheinlich erstmal defensiv stellen. Da gibt es dann Lösungen zu finden. Und dann wird man sehen. Patrick, ich danke dir vielmals für das Interview und wünsche dir noch viel Erfolg. Danke, gleichfalls.